Christian Fink vom AII-Institut, INTEC-Institut für nachhaltige Technologien, wird uns einen Einblick geben. Christian Fink beschäftigt sich seit mehr als 25 Jahren mit der Entwicklung und Systemintegration von erneuerbaren Energietechnologien und hat im Zuge dieser Aktivitäten mehrere Arbeitsbereiche bei AIE INTEC aufgebaut und geleitet. Seit März 2020 ist er auch Geschäftsführer. Lieber Herr Fink, ich übergebe direkt an Sie. Ja, herzlichen Dank für die Einleitung. Einen schönen Vormittag von meiner Seite und es freut mich, dass ich das Energy Storage DCP mit Themenschwerpunkten und aktuellen österreichischen Beteiligungen hier heute im Vernetzungstreffen vorstellen kann. Es scheint die Folienweiterleitung selbsttätig zu funktionieren. Sehr schön. Ja, das Energy, also eigentlich vormals Energy Conservation through Energy Storage DCP, ist 1978 gegründet worden. Man sieht es am Namen, dass eigentlich die Hauptmotivation zur Gründung der Beitrag von Energiespeichern zur Einsparung von Energie gewesen ist. Das hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr verändert. Was jetzt zu einer Änderung des Selbstverständnisses vom DCP geführt hat und letztes Jahr dann auch in der Änderung des DCP-Namens, also von Energy Conservation through Energy Storage hin zu dem Namen, das Energy Storage DCP geführt hat. Es gibt 19 Mitgliedsländer. Es gibt auch zwei Sponsoren, Deutscher Bundesverband Energiespeicher und die Universität Leda aus Spanien. Österreich ist seit 2019 Mitglied im DCP und ich darf Österreich, das BMK, hier als Exco vertreten und mein Alternate ist die Sabine Mitter. Ich habe schon kurz angesprochen, dass die Änderung des Selbstverständnisses hier vielleicht zu illustrieren an diesem Bild. Ursprünglich Energiespeicher zur Effizienzsteigerung, insbesondere bei den Verbrauchern beziehungsweise bei den fossilen Erzeugungstechnologien. Heute hat sich das Bild dramatisch gewandelt. Eine große Anzahl erneuerbaren Energieträgern, wie man hier oben sehen kann, die fluktuierend auftreten und die ihr ganzes Potenzial nur in Funktion oder in Verbindung mit Energiespeichern erbringen können. Auf der anderen Seite auch die Verbindung zwischen den Energiesektoren. Sektorkopplung ist ein zentrales Thema. Auch hier sind Speicher zentrale Enabler, dass große Anteile erneuerbarer hier umgesetzt werden können oder Abwärmen eingebracht werden können. Also hier absolute Gratwanderung des Ansatzes oder des Verständnisses des DCPs in den letzten Jahren. Ja, Energieeffizienz, erneuerbare Sektorkopplung, aber auch Bewusstsein für Energieflexibilität, das sind die zentralen Interessen des DCPs. Das DCP sieht sich zuständig für Speicherentwicklung im Bereich Wärme, also Kälte- und Wärmespeicher und auch im Bereich elektrischer Speicher. Insbesondere aber auch in der Integration von diesen Speichern im gesamten Energiesystem oder unterschiedliche Speichersysteme im Energiesystem. Also hier auch ganz klar Gebäudeanwendungen, Industrieanwendungen, Kopplung mit Infrastrukturen wie Stromnetz, Fernwärme, aber auch Kopplungen mit Mobilität. Ja, die Zielsetzung klar durch Kollaboration, mehr Effizienz, mehr Geschwindigkeit und ganz entscheidend, es gibt viele Annexe, die mit Industriebeteiligung ablaufen, also hier ein Schwerpunkt im DCP, Industrie einzubinden und ganz klar das übergeordnete Ziel, Akzeptanz, Bewusstsein von Speichertechnologien und Flexibilität im Energiesystem zu verbessern. Oder hat sich in den letzten 5 Jahren im DCP Energy Storage getan? Hier in Grau dargestellt,
sechs Annexe, die in den letzten 5 Jahren abgeschlossen worden sind. Nur ein kurzer Überblick ist zum einen, es ging in einem Annex um Tiefensondenprojekte. Es geht um verteilte Cloud-Energy-Speichersysteme. Es geht um kompakte Wärmespeicher. Es geht um Energiemanagement durch verbessertes Energiemanagement durch Energiespeicher. Es geht um Energiespeicher in Nearly Zero Energy Buildings and Districts. Und es geht um Materialentwicklung für kompakte Wärmespeicher in diesen 6 zuletzt abgeschlossenen Annexen. Hier war Österreich noch nicht beteiligt im DCP. Es hat aber über Umwege auch zu 2 von diesen Themen Beteiligungen gegeben. Ich denke, das spricht auch für das DCP. Das DCP ist sehr offen und forciert gerne Joint Task Kooperationen mit anderen DCPs. Und die wurden, diese beiden hier gezeigten Annexe wurden in Kooperation mit dem Solar Heating and Cooling DCP durchgeführt zum Thema kompakter Wärmespeicher. Ein weiteres Beispiel der Kooperation mit einem anderen DCP ist das Comfort Climate Box Arbeitsprogramm, das gemeinsam mit dem DCP der Wärmepumpen durchgeführt wird. Also hier über andere DCPs die Beteiligung an Aktivitäten des Energy Storage DCP. Seit 2019, wie gesagt, ist Österreich ja jetzt Mitglied im DCP und es sind von dieser Zeit weg dann Annexe gestartet worden, die sich ja mit flexibler Sektorkopplung beschäftigen, mit Kanopatterien, mit smartem Design und Regelung von Energiespeichersystemen, mit der Vereisung und Schneefreihaltung von kritischen Infrastrukturen in Verbindung mit erdreich gekoppelten Systemlösungen. Und der letzte gestartete Annex, da geht es um große thermische Energiespeicher in Verbindung mit Fernwärme. Bei 3 ist Österreich jetzt beteiligt und auf die würde ich ganz gerne ein bisschen genauer eingehen, um Ihnen hier einen Überblick zu geben. Beim Annex 35, flexible Sektorkopplung durch Energiespeicher unter der Leitung vom ZAE aus Bayern, 25 teilnehmende Institutionen aus 10 Ländern, die sich mit der Fragestellung beschäftigen, na, was sind denn überhaupt sektorkoppelnde Speicherlösungen? Welche machen Sinn? Wie kann man die quantifizieren, sowohl auf regionaler als auch überregionaler Ebene und die dann das auch quantifizieren, also Simulationsmodelle erstellen, damit man dann den Nutzen dieser Sektorkopplung auch quantifiziert am Ende vorweisen kann. Interessant ist die breite österreichische Beteiligung in diesem Annex. Also es gibt 2 Subtasks, die von Österreich geleitet werden. Einen leitet das AIT und einen wir von AINTEC. Und Partner sind noch die Universität Innsbruck und die Fachhochschule Oberösterreich. Der zweite Annex, an dem Österreich beteiligt ist, es ist der Annex 36. Hier geht es um Kanopatterien unter der Leitung von der Deutschen Luft- und Raumfahrt mit 47 beteiligten Partnerinstitutionen aus 13 verschiedenen Ländern. Kanopatterien, was steckt da dahinter? Im Prinzip geht es um Stromspeicherung über den Umweg Wärme, also das heißt, die Speicherung erfolgt in Wärmespeichern. Kanopatterien liegen im Megawatt-Bereich in ihrer Anwendungsprognose aktuell bis hin zu einigen 100 Megawatt-Bereich. Und da ist der Ansatz aufgrund der thermodynamischen Prozesse, die hier zugrunde liegen, also in diesem Power-to-Heat-to-Power-Umwandlungsprozess, ist nicht der Ansatz, dass zum Beispiel Lithium-Ionen-Batterien in der Effizienz geschlagen werden. Aber Projekte dieser Megawatt-Kategorien können im Preis vielleicht konkurrenzfähig sein. Und genau diesen Aspekt, also auf der einen Seite, welche Technologien machen Sinn, sind vielversprechend, auf welchem Temperaturniveau soll gespeichert werden und wie schaut es mit den Kosten aus, das soll konkret in diesem Annex erarbeitet werden.
als Eintec haben wir hier eine kleine Beteiligung an diesem Annex. Der letzte, der dritte Annex mit österreichischer Beteiligung in dieser relativ kurzen Teilnahmeperiode von Österreich beschäftigt sich mit Großwasserwärmespeichertechnologien in Kombination mit Fernwärmeanwendungen beziehungsweise in der Anwendung in großen Industriearealen. Hier geht es um Wasserwärmespeicher, die größer als 50.000 Kubikmeter angesetzt werden, bis hin zu 1-2 Millionen Kubikmeter großen Wasserspeichern. Hier gibt es in unterschiedlichen Ländern erste Ansätze oder auch schon Erfahrungen. Und Ziel des Annex hier ist, diese Erfahrungen zusammenzubringen und gemeinsam neue Rahmenbedingungen, was jetzt Testverfahren von Materialien, auch was Simulationsmethoden für die Abbildung dieser Speichermodelle und die Integration in Energielösungen ermöglicht. Ja, und es geht darum, natürlich auch sehr belastbare und zugeschneiderte Informationen für Investoren für derartige Großspeicherprojekte zu gestalten, als zentralen Inhalt dieses Annex. Ja, die österreichische Beteiligung ist hier auch sehr breit. Es freut mich zu sagen, dass wir von Aintec diesen Annex leiten dürfen. Und es ist neben Aintec noch das AIT, die Uni Innsbruck und das Unternehmen Solid am Annex beteiligt. Ich komme schon zu meiner letzten Folie. Was sind die Kommunikationskanäle von dem DCP Energy Storage? Hier sind wir sehr stolz drauf. Es gibt alle 3 Jahre die Enerstock-Konferenz, die vom DCP ausgerichtet wird. Die findet, in welcher Form wird man sehen, aber sie findet statt im Juni in Ljubljana in Slowenien. Das DCP stützt auch auf eine etwas kleinere Konferenz, die einmal jährlich in Düsseldorf ausgetragen wird, die sogenannte Energy Storage Europe Konferenz. Darüber hinaus denke ich, ich habe es schon kurz erwähnt, das Energy Storage DCP ist sehr offen für Kooperationen mit anderen DCPs. Aktuell laufen, wie gesagt, 2 Joint Annexes mit dem SAC Implementing Agreement und mit dem HPT DCP. Ja, und darüber hinaus gibt es einige Kooperationen. Ich bin ja sicher nicht vollständig mit der Initiative Mission Innovation, also auch mit dem ERA Smart Energy Systems. Und es gibt auch in einem Annex eine Beteiligung der Weltbank, die ich sehr spannend finde und zeigt eigentlich die gute Kooperationsabsicht und die Bereitschaft von dem DCP mit anderen Organisationen. Weitere Informationen können Sie gerne an unserer Webpage, die ich hier dargestellt habe, erfahren. Somit bin ich am Ende meines Vortrags und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.